die ganzen Jahre nicht mehr kam, hat er gesungen, entweder vom Blubbelied bis zum Holzmischel, aber jetzt hat er festgestellt, dass er seit seiner Kindheit sich verhört, also Verhörer. Und was das ist, das werde ich Ihnen jetzt gleich berichten. Ich wünsche dir viel Spaß, gute Unterhaltung. Hier ist er, Harry Bull mit seinen Verhörern. Bitte sehr. Ich weiß ja nicht, ob euch das auch so geht. Wenn der Radio hört von früh bis spät und eine Stimme über der Erde rät, bums, schon hat man sich verhört. Ich meine, beim ersten Mal, da merkst du das ja nicht. Und singst beim zweiten Mal schon kräftig mit. Ach, war mir das schon peinlich. Aber das liegt an mir wahrscheinlich. Aber das hat bei mir schon vor langem in der Volksschule angefangen. Beim Volksliedersingen, wie sich das gehört, hatte ich mich für unsere Lehrerin unverzeihlich verhört. Und ich kannte das Lied gut. Ich hatte es nur so gesungen, wie mir es von daheim im Ohr geklungen. Und es klingt mir heute noch im Ohr. Ich spiele es euch einfach nochmal vor. Winde, Ami, scheide, du weh. Und da springt mein Freund Heinz in der Mörder und rief das Spezial. Oh. Da war was los, aber jetzt überleg ich da mal. Ne? Da war überhaupt kein Verhörer drin versteckt. Bei uns war das ganz normale Dialekt. Aber jetzt erklär mal dieser Lehrerin, dass ich nur noch mal aus Finde bin. Ne? Ah ja. Nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal war es noch schlimmer jedenfalls. Und zwar bei dem Lied, du darfst mal einfach mehr singen, bei Ein Neger aus Kurt-Halz. Ja, ja, nee, die Schule war dann fertig und was war ich so froh, doch bei den Behörden, da ging das immer weiter so. Zum Beispiel sind wir als in die Tanzschule, eine ganze Clique, dabei auch mein Freund, der Gerd. Da hatte ich mich wieder richtig verhält. Beim Elvis auf die Tanzfläche, sing beim Tanzen laut mit. Und mein Tanzpartnerin mich gerade stehen lassen und jedem erzählt, der Typ ist verrückt. As the snow flies on a cold in Chicago morning, the poor little baby child is born. It's the cat stone. It's the cat stone. And the summer cries. Cause there one thing that she don't need, and another on your mouth to feed is the cat stone. Is the cat stone. But if you don't understand, the child needs a helping hand. But you're gonna be an angel man someday. I'll take a look at you and me. I would do my hand to see. Do we sing the time? Look the other way. It's a cat stone. It's a cat stone. Dann kam musikalisch eine Zeit, da hat man nicht groß gedenkt, sondern einfach nur mit dem Head gebängt. Headbanger, das war vielleicht bekloppt, aber einfach nur wackeln mit dem Kopf. Und Englisch. Englisch musste man es bringen. Ich konnte überhaupt kein Englisch singen. Ich als Buch von Finde, der ich nun mal war, hatte aber mein eigenes Vokabular. So habe ich zum Beispiel für das Lied von Queen, das Another One Bite the Dust. Da kennt er. Hatte ich für mich einen verständlicheren Text verfasst. Leber war schlechte Dosch. Leber war schlechte Dosch. Es ist Leber war Sprut. Es ist Leber war Sprut. Leber war schlechte Dosch.
Ey, was ist bei Dosch zu tun? Wenn du mal Dosch passt, gell, dann lass die Flasche in Ruhe. Du weißt doch, was das kostet. Wenn du Dosch hast und lebe Wasch hast, einen nimm doch einfach die. Du weißt sehr, es wird gehen. Du brauchst nicht so viel Brill. Lebe mal schlechte Dosch. Lebe mal schlechte Dosch. Es ist ein Überspruch, es ist ein Überspruch. Lebe mal schlechte Dosch. Später dann in meinem Leben hat es sich dann so ergeben, ich hatte meine Nase voll von Englisch und von Rock'n'Roll. Ich wollte einfach mit schöneren Werten glücklich und zufrieden werden. Ja, Lieder mit ein bisschen Sinn und auch ein bisschen Verstand dabei. Also wurde ich Fan vom Reinhard May. Und besonders mit den Rentnern. Mit den Rentnern dieses Lied, das machte mir den Unterschied. Ich werd Rentner von Beruf, als einfach hoch in den Isolanberg schub. Denn auch in den größten Nöten kriegen Rentner ihre Kröten, ja, da gibt es keine Pannen, du wirst immer aufgefangen. Ich werd Rentner von Beruf. Und ist erst mal die erste Rente da, wandere ich aus auf Mallorca. Und was wird es mich beglücken, wenn sie mir die Rente schicken? Scheiß auf Heimat und auf Staat, wenn ich meine Rente habe. Ich werde Rente von Beruf. Ich werde Rente von Beruf. Ein einfach hoch, der Rede ist wohl ein Wegschuh. Denn auch in den größten Nöten kriegen die Rente ihre Kröten. Ja, da gibt es keine Pfanne, du wirst immer aufgefangen. Ich werde Rente von Beruf. Und werde ich aus Spanien mal verbannt. Her unter Beifall ich zurück als Asylant. Da tut mir meistens der Schädel weh. Das ist meistens Donnerstag, weil ich da meinen Stammtisch habe. Ach, da wird gewaffelt und getrunken, kurzum, das ist immer schöne Stunde. Und was ich dort besonders liebe, das ist unser Motto-Lied. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Da, 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 da. Ich hab grad noch mal Bier bestellt. Dam, 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 dam. Mammutstein und Eisen bricht. Doch ich hoffe, ich heul nicht. Alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu. Doch mir graut's, oh weh, oh weh, wenn ich auf meinen Heimweg seh. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Ich hatte Glück, dass mir noch Licht auf meinen Gehsteig schien. Ich war betüttelt, mir war kalt und ich wollte heim. Dass ich den Schlüssel überhaupt gefunden habe. Schalalalala.
hoffentlich bricht er mir jetzt nicht auch noch ab. Vor meine Dir steh ich und friere und ich will heim. Griechischen Ei war die alte Frage wie der griechischen Rhein. Und was sahen die Untermiede, wenn ich jetzt komm, werd ich für die wie ein Fremde sein. Ihr müsst verzeihen, ja. Rein. Und was an die Untermiete, wenn ich jetzt komm, muss ich für die wie ein Fremde sein. Dass das heute nicht passiert, geh ich jetzt heim. Mann mit den 1000 Stimmen. Er ist ein begnadeter Parodist. Und deshalb hat er auch im letzten Jahr in Max Heidenfeld beim dritten deutschen Parodistenfestival den ersten Platz gewonnen. Harry Hoffmann! Lieber Harry, schönen Dank. Du hast gesungen, Leberwascht, schlechte Dascht. Ich habe nur das Leberwascht für dich. Ich hoffe, es lässt dich dascht. Aber am besten, wir essen diese Samen und dann gucken wir mal, was wir trinken müssen, ob so gut Leberwascht. Also, lass das ein Stück weg. Lieber Harry, nimm den Applaus. Innovationen, deine Publikum entgegen. Darf Sie bitten, Harry Bockner ganz herzlich zu bedanken, bevor er jetzt noch uns noch eine kleine Zugabe präsentiert, mit einem dankbar donnernden Dreifach. Harry Bockner! Bevor ich die Zugabe jetzt bringe, muss ich erstmal gucken, dass die jüngere Bedienungen alle draußen sind. Anscheinend ja, gut, dann fange ich jetzt an, aber denkt bitte drauf, ich wollte es nicht. Ihr wollt es ja. Ich war dann drin und meine Frau leid auf der Couch. Bin noch gestolpert, deshalb sagte ich noch, Autsch. Was liebt ihr, spür ich und friere und will zu ihr.